So, weiter geht's mit Triven bei Let's Play World of Warcraft Classic. Wo wir sind? Ja. Immer noch auf dem Weg ins Steinkrallengebirge. Ja, ist hier ein bisschen was zu sehen, gibt's hier auch. Das wollen wir mal so ein bisschen mit einfangen hier. Pizzali mit einfangen. Also, ich habe ja auch recht gehabt, das ist ja wohl auch ein Horde-Anfangsgebiet. Hier gibt es ja auch eine. Das wollte ich jetzt nicht machen. Nein, das wollte ich auch nicht machen. Ich wollte die Karte aufmachen. Hier gibt es ja auch. Das habe ich ja jetzt gar nicht aufgedeckt. Hier unten Sonnenfels, eine Horde-City. eine Stadt der Horde. Ich glaube, Tauren, ne? Tauren sind da, glaube ich, ansässig. Keine Ahnung, legt mich nicht fest. Ich weiß es nicht. So. Und wir werden das so machen, wie ich das jetzt beim letzten Mal mir auch so schon überlegt habe. Wir werden jetzt erstmal bis zur Sherwin-Klippe raufmarschieren und dann durch das verbrannte Tal in Desolas auch noch den Flugpunkt holen und diese Quest hier für Mauren. Ja, genau, da müssten wir nachher abbiegen. Das machen wir dann später. Da mache ich dann auch einen Sprung von oben. Dann müsst ihr mich den ganzen Weg nochmal mit verfolgen. Genau, und was wir da besorgen sollen, immer wieder fragen mich Reisende über das Steinkrallengebirge aus. Scheint ein beliebter Ort für Abenteurer zu sein. Spielt keine Rolle, ob man Flügeldrache oder Elementare sucht. Oder ob man Geschäfte mit der Venture Company, das waren die Goblins da unten, machen will. Im verbrannten Tal, im Steinkrallengebirge gab es mal eine Basilisken an. Ja, das habe ich mir schon gedacht, Basilisken. Und verbranntes Tal müsste eben Richtung. Was ist, meine ich, das verbrannte Tal hier? Dass wir also Basilisken da jagen müssen. So. Mal gucken. Also ich glaube, meine Stimme ist bald weg. Nicht dann nur noch Piepse, ne? Dann war es das gewesen für heute. Gott sei Dank habe ich die anderen Folgen abgedreht hier für Icewind Dale und Drakensang. Wollte ich eigentlich noch zusätzlich was aufnehmen. Aber das ist im Moment Essig, so wie ich das sehe mit der Stimme. So, und jetzt kommen diese Blutsaftbestien, diese fiesen. Für uns allerdings schon grauen, komischen, seltsamen, merkwürdigen, schleimigen. Ja, mir fällt kein passendes Wort ein, tut mir leid. Sehr schön. Sehr schön, oder? Sehr schön. Ich glaube, rechtschaffene Kugel braucht man, glaube ich, für Kreuzfahrer. Ja, das kann noch lustig werden. Zu farmen, die gibt es, glaube ich, nur in Stratholm, wenn ich mich recht entsinne. Also damals auf dem Offi waren das so wirklich so sehr begehrte Waren. Also auch Verzauberung, Kreuzfahrer natürlich auf jeden Fall. Was heute, glaube ich, auch immer noch relativ hohen Wert hat. Ja, eben auch diese rechtschaffenen Kugeln, die da droppen und diverse andere Sachen, also da kommen wir bestimmt im Laufe des Spiels auch noch drauf. Möchte jetzt gar nicht mehr so viel quatschen. Guckt mal hier, guckt euch das mal an. Ist das ein schöner Übergang? Wir kommen hier aus der Wüste in einen Hain, könnte man sagen. Herrlich.
Und Rehe gibt's hier, die werden auch nicht gleich ermordet, aber es gibt auch Wildtiere, Mondlichtläufer. Level 24 ist wohl so, ja, sagen wir mal die Mitte hier, würde ich mal sagen. Ja, wir können ruhig ein bisschen schneller laufen. Und natürlich diese Schleimi-Typen da, oh, die kann ich ja nicht leiden. Und es ist irgendwie alles ein bisschen verfallen. Bäume? Sprechende Bäume. Das ist ja wohl auch der Zirkel des. Oh, das ist ein Böser? Nee. Das ist ein Böser? Wieso sind die denn böse? Der ist doch nicht böse. Sohn des Szenarios. Ich möchte aber nicht, dass die böse sind auf mich. Nee, ich möchte hier keinen umbringen von denen. Also das ist wohl Zirkel des Szenarios hier. Wo ist denn der Flugpunkt, verflixt? Irgendwo muss doch hier der FP sein. Ich würde ja sagen, ich sitze auf und reite mal durch, aber kann leider noch nicht reiten. Der war aber doch hier gewesen. Oder der war ein bisschen abseits, kann das sein? Ja, mit dir auch. Und könntest du mir vielleicht sagen, wo der Flugpunkt ist? Ich such den nämlich. Der Flugpunkt, wo ist der Flugpunkt? Ja, bin ich narrisch, der war doch hier. Jetzt sag mir nicht, ich bin hier umsonst raufgelatscht. Ist doch gar nicht. Ach, da unten gibt's auch noch was. Und da gibt's zum Beispiel eine Quest. Und einen Brunnen und da ist der Flugpunkt. Jawohl, 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 jawohl. Wir gucken uns das nur mal kurz an. Der möchte, dass wir hier das Tal beschützen. Das könnte man machen, muss man aber nicht. Gibt sogar einen Briefkasten hier. Hallo. Ah, ey. So, Meine Bitte Flugpunkt haben wir, ist das ist schön. Das Mögen ist euch sehr die schön. Sterne leiten. Stoffrüstungshändlerin haben wir hier. Ich bin Daldiem. Hier kannst du mir den Krempel da mal abnehmen. Das ist ruhig damit. Viel Glück. Gemischt waren. Seht euch ruhig um. Jo, warum bin ich gerade dabei? Geschenkpapier. Gastwirtin. Ja, das ist schön bei den Elfen. Da kann man immer so schön hoch hinaus und dann ist da nichts. Ja, aber Desolace oder wie auch immer, wird ja dann auch bald Questgebiet. Also, oder sagen wir mal, potenzielles Questgebiet, wenn wir das wollen. Ich weiß noch nicht, ob wir das wollen. Weiß, dass ich das nicht unbedingt so möchte. Oh, eine schöne Hütte, da könnte man auch. So. Und ja, ich würde sagen, wir machen dann gleich unten weiter, wenn es in Richtung Desolas geht. Bis gleich.